Eines Tages beobachtete der Dachs, wie der Maulwurf und der Frosch den Hügel hinunterliefen. Er wäre gern mit ihnen gelaufen, doch er wusste, dass seine alten Beine es nicht erlaubten. Der Dachs war schon sehr alt und er wusste fast alles. Er war so alt, dass er wusste, er würde bald sterben. Fürchtete sich nicht vor dem Tod. Seine einzige Sorge war, wie seine Freunde seinen Tod aufnehmen würden. Ah, hallo Dachs. Er hatte sie schon vorbereitet und ihnen gesagt, er hoffe, sie würden nicht zu traurig sein, wenn seine Zeit gekommen war. Fach auf! Als er nach Hause kam, war es schon spät. Er setzte sich an den Schreibtisch, um einen Brief zu schreiben. Dann ließ er sich im Schaukelstuhl nieder und war bald eingeschlafen. Er hatte einen wundervollen Traum, wie er ihn noch nie zuvor geträumt hatte. Vor ihm öffnete sich ein langer Tunnel. Er lief hinein. Zu seiner höchsten Überraschung lief er leicht und behende, schneller und immer schneller, bis seine Füße den Boden gar nicht mehr berührten. Er fühlte, wie er kopfüber stürzte, sich überschlug, aber es tat überhaupt nicht weh. Der Dachs fühlte sich frei. Es war, als wäre er aus seinem Körper herausgefallen. Am folgenden Tag versammelten sich seine Freunde vor dem Dachsbau. Sie machten sich Sorgen, weil der Dachs nicht wie sonst herausgekommen war. Der Fuchs eröffnete ihnen die traurige Nachricht. Er sagte, dass der Dachs tot sei. Dann las er ihnen den Brief vor. Darin stand nur: Bin durch den langen Tunnel gegangen. Lebt wohl, Dachs. Alle Tiere hatten den Dachs lieb gehabt und alle waren sehr betrübt. Besonders der Maulwurf fühlte sich allein und furchtbar unglücklich. Abends im Bett musste er immer an den Dachs denken. Am nächsten Morgen begann es zu schneien. Bald deckte eine dicke Schneeschicht die Behausungen der Tiere zu, in denen sie es die kalten Wintermonate hindurch warm und gemütlich hatten. Aber der Schnee konnte die Traurigkeit nicht bedecken. Der Dachs hatte ihnen gesagt, sie sollten nicht traurig sein. Aber das war schwer. Als es anfing, Frühling zu werden, trafen sich die Tiere oft und redeten von der Zeit, als der Dachs noch lebte. Der Maulwurf erzählte, wie der Dachs ihn einst gelehrt hatte, geschickt mit der Schere umzugehen. Der Frosch war ein glänzender Schlittschuhläufer. Er erinnerte sich, wie der Dachs ihm geholfen hatte, es zu lernen. Der Fuchs dachte an die Zeit,
als es ihm nicht gelingen wollte, einen ordentlichen Krawattenknoten zu binden. Schließlich hatte ihm der Dachs gezeigt, wie man es macht. Frau Kaninchen war in der ganzen Gegend für ihre Backkunst berühmt. Sie erzählte, wie der Dachs ihr gezeigt hatte, wie man Lebkuchenkaninchen backt. Mit dem letzten Schnee war auch die Traurigkeit der Tiere verschwunden. Jedes der Tiere bewahrte eine besondere Erinnerung an den Dachs. Irgendetwas, was er sie gelehrt hatte und das sie jetzt ausnehmend gut konnten. So hatte der Dachs jedem von ihnen ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. An einem besonders schönen Tag wanderte der Maulwurf über den Hügel, wo er den Dachs zum letzten Mal gesehen hatte. Hier wollte er dem Freund für sein Abschiedsgeschenk danken. Danke, Dachs, sagte er leise. Er war überzeugt, dass der Dachs ihn hörte. Und vielleicht war es auch so. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.